Wie geht es weiter mit der Ukraine? Heute ist ein entscheidender Tag, denn Ministerpräsident Assarow hat seinen Rücktritt eingereicht und das Parlament in Kiew ist zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Darüber möchte ich nun mit meinem Kollegen Moritz Gartmann in Kiew sprechen. Ich grüße Sie. Ministerpräsident Assarow hat den Rücktritt angeboten. Heißt das, er tritt zurück? Er tritt zurück, wenn Präsident Janukowitsch einen entsprechenden Erlass unterzeichnet. Das ist noch nicht geschehen. Aus diesem Grund ist diese Neuigkeit, dass Assarow und damit die Regierung ihren Rücktritt erklärt hat, hier auf dem Maidan auch nicht mit Jubelstürmen begrüßt worden. Also da ist noch ein Fragezeichen dahinter. Aber Assarow hat gesagt, er würde das machen, um einen friedlichen Weg zu ebnen in der Ukraine. Wie bewerten Sie das? Geht da eine weitere Tür auf? Bitte nochmal, das war jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Ja, ich möchte gerne wissen, ob durch den Rücktritt vom Ministerpräsident Assarow tatsächlich eine weitere Tür aufgeht in Richtung Beilegung des Konfliktes in der Ukraine? Das kann man durchaus sagen. Der Rücktritt der Regierung ist mehr, als man vor einem Monat für möglich gehalten hätte hier auf dem Maidan. Nun hat sich allerdings auch der Maidan verändert in den letzten zwei Wochen. Es gab schwere, gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mindestens 6 Menschen sind gestorben in den letzten zwei Wochen. Und deswegen ist hier auf dem Maidan ein harter Kern von Demonstranten geblieben, der eine Forderung hat, und die wird gerade auch wieder hier auf dem Maidan hinter mir in den Kiewer Himmel geschrien. Und die Forderung heißt, Janukowitsch muss gehen. Janukowitsch muss gehen, aber damit allein wird es ja nicht getan sein. Es wird ja auch gesagt, es müssen Neuwahlen her, es muss eine Übergangsregierung her, wie auch immer. Heute tagt in Kiew das Parlament zu einer Sondersitzung. Dort hat die Regierungspartei die Mehrheit. Was erwarten Sie von dieser Sondersitzung des Parlaments heute? Also im Laufe dieser Sondersitzung, die derzeit auch noch läuft, müssten auf jeden Fall Initiativen in Gang gebracht werden, die der Präsident versprochen hat in den Verhandlungen mit der Opposition. Das ist unter anderem eine Rücknahme der repressiven Gesetze, die erst vor knapp zwei Wochen erlassen wurden, und vor allem eine Amnestie für die während der Proteste Gefangengenommenen. Und der dritte Punkt ist eine Rückkehr zur Verfassung von 2004, die die Vollmachten des Präsidenten beschneiden wird. Also wir werden sehen, was der Tag bringt. Heute kommt die EU-Außenbeauftragte Ashton nach Kiew. Warum eigentlich wird sie sich als Vermittlerin anbieten? Also die EU ist hier sehr aktiv inzwischen in den Vermittlungen. Es gibt eine EU-Delegation unter Führung des Deutschen Elmar Brok. Der Erweiterungskommissar der EU, Stefan Füle, ist hier mehrfach gewesen, ist auch jetzt wieder da. Heute Abend kommt Catherine Ashton. Allerdings ist die Frage, wie sehr die EU hier von Seiten der Regierung, von Seiten des Regimes noch als neutraler Vermittler angesehen wird, weil Catherine Ashton im Dezember auf dem Maidan aufgetreten ist und natürlich klar sich gegen das Regime positioniert hat. In Gesprächen mit den EU-Parlamentariern versteht man auch, das Vertrauen gegenüber Janukowitsch ist dahin. Das heißt, das Ziel der EU-Parlamentarier in den Verhandlungen oder das Ziel, in welche Richtung sie Druck ausüben wollen, könnte wohl sein, dass Janukowitsch tatsächlich zurücktritt. Aber danach sieht es momentan noch nicht aus. Moritz Gartmann in Kiew, vielen Dank für diese Informationen.